Herr Jörg, es gibt Luftkissenboote und Tragflügelboote. Beide sind schnell und heben sich mehr oder weniger aus dem Wasser. Was ist bei Ihrer Erfindung, dem Airfoil, anders oder sogar besser? Das Airfoil ist eine Hybride zwischen Schiff, Wasserfahrzeug und Flugzeug. Es ist schneller und vom System her geschwindigkeitsmäßig nicht so begrenzt als die vergleichbaren Fahrzeuge. Es hat eine sehr hohe Wirtschaftlichkeit, einen unvergleichlich guten Reisekomfort. Es integriert sozusagen die Unebenheiten des Bootes, luftgefedert, ist nicht vom Tiefwasser oder sonstigem Untergrund oder Treibgut abhängig, hat wenig Verschleiß, ist sehr einfach zu handhaben und stellt eigentlich das erste rein aerodynamische Bodeneffekt-Fahrzeug dar. Sie haben eben den Begriff Bodeneffekt gebraucht. Könnten Sie uns genauer erklären, was das ist? Der Bodeneffekt entsteht dort, wo der Luftstaudruck auf der Unterseite eines Flügels oder Druckseite eines Flügels durch die vorhandene schwere Spiegelfläche, die er überfliegt, wie Wasser, Erde, Schnee und so weiter, nicht nach unten ausweichen kann. Sie sagten, dass der Bodeneffekt schon länger bekannt, aber kaum erforscht ist, geschweige denn genutzt wird. War da nicht für Sie eine Menge Grundlagenarbeit zu leisten? Ja, es sind 20 Jahre Arbeit notwendig gewesen und eine Unzahl von ferngesteuerten Modellversuchen, die sich immer mehr der jetzigen Form genähert haben. Nach den ersten gelungenen guten Modellversuchen wurden die Profile in den Computern optimiert und anschließend Windkanalversuche gemacht, die die Stabilität beweisen mussten. Nach diesen gelungenen Versuchen wurden wieder naturgetreue Modelle gebaut, die dann eingehend durchgeflogen wurde, naturgetreue Modelle für die späteren Konstruktionen. Nach diesen Modellen wurden diese ersten Versuchsgeräte 1973, 74 und 75, 76 gebaut, welche alle eingehend von mir durchgetestet und geflogen wurden. Es sind jetzt 10 Jahre Flugzeit durchgeführt worden. Herr Jörg, wie steht Ihr Airfoil da, wenn man es mit anderen Verkehrssystemen vergleicht? Welches sind die wichtigsten Vorteile? Es erzeugt wenig Lärm und wenig Umweltbelastung, keine Wasserverschmutzung und selbst bei hoher Geschwindigkeit keine Wellen. Hovercrafts, Hydrofoils und Schnellboote können vergleichsweise bei glatter See und großer Antriebsleistung um die 100 Stundenkilometer erzeugen. Und was der Startgeschwindigkeit eines Airfoils entspricht. Darüber hinaus ist das Airfoil nicht auf glatte See angewiesen und kann nach dem Abwassern seine Geschwindigkeit um weitere 100% steigern, bei gleichzeitiger Reduzierung der Triebwerksleistung und was Treibstoffersparnis und größere Reichweite bedeutet. Wenn das Airfoil bei etwa 80 Stundenkilometern aus dem Wasser abhebt, kann der Treibstoffverbrauch um 50-70% reduziert werden. Das Airfoil braucht dann nur noch 10-15% der Antriebsenergie, die ein gleich großes Boot benötigt. Bei einer Reisegeschwindigkeit von 145 Stundenkilometern verbraucht dieses sächsische Airfoil rund 12 Liter Superbenzin. Eine Tankfüllung reicht für über 600 Kilometer. Das Airfoil steht als Transportsystem am Anfang seiner Karriere.
Welche Einsatzmöglichkeiten sehen Sie in näherer Zukunft und was könnte aus dem Airfoil werden, wenn man sein Potenzial konsequent weiterentwickelt? Das Airfoil ist ein gezeitenunabhängiges Schnellverkehrssystem hin bis zum 500-Personen-Großflugboot. Über Wasser oder auch über Landflächen ist es in der Lage, die Verkehrsgeschwindigkeit auf das Niveau der Luftfahrzeuge zu heben. Neue ungewöhnliche Fahrzeug näher betrachtet, dann stellt sich natürlich die Frage nach den Herstellungskosten. In der Serienfertigung sind Airfoil-Flugboote nicht teurer als vergleichbare Automobile. Diplom-Ingenieur Jörg, Preisträger des Philip Morris Forschungspreises 1984, hat mit seiner Entwicklung einen mutigen Schritt in die Zukunft getan.